Und wie werden wir den hier los? Mit einem Ruck. Vergiss es. Moment, den schieben wir einfach zur Seite und dann... Wie bitte und schön dann zur Seite schieben? Ja? Mit der Faust, würde ich sagen, mal einfach probieren. Mit der Faust? Mit der Faust. Vorschlag meinerseits, aber du bist ein heißes Gerät, oder? Das ist nicht wahr. Aber jetzt mal ernst. Ich hab Balls. Ich bin ein Kerl und hab alles, was eine Frau sich wünscht. Und da, was, David, sag mal, David, ja, was soll ich sagen? Dazu? Stört es dich, wenn ich jetzt Dana knallen würde? So einfach so, jetzt aus heiterem Himmel? Einfach hier und jetzt? Weißt du, das hat schon mal jemand versucht und gemacht und das hat ihn sogar nur noch angetürmt, wenn du verstehst, was ich meine. Und da der Bock. Oh Mann, ey, Bitch. Also, es ist so schön. Ich bin schon wieder feucht. Oh mein Gott. Ja, es tropft dort und Balls hat dieser Schweinehund. Balls? Mann. Ja, Balls, Klöten, was sagt man noch? Was? Kastagnetten. Komm. Komm runter, Taylor. Komm runter. Komm ruhig runter. Balls, Kastagnetten, alles Blödsinn, Blödsinn. Ich nenne sie einfach Coronas. Mächtiges Wort. Das heißt Da lachst du. Also, wenn ich die Dinger auf den Tisch lege, dann bricht er ein. Bricht ein. Und dann wächst kein Gras mehr. Oh, ich kann nicht mehr, Ich muss runter. Also, wenn du willst, dann bin ich für dich da, sozusagen. Dieser Bastard will was von dir, glaube ich. Der Affe? Was hat er gesagt? Also, ich habe nur gesagt, dass du keinen Schwanz in der Hose hast, du Lappen. Mehr nicht. Und der Schwanz ist das zu unterstützt. Du bist, oder David hat Eier, Yep, no balls. Also ich habe seine Balls gesehen und die waren wirklich groß und faszinierend und schwer und ich hatte Angst, ich muss sie mit beiden Händen festhalten, weil die fielen bald... Angst um meine Balls? Boah, ey, ja, Mann, die waren einfach so schwer und groß und... meine Balls muss sich keiner Sorgen machen, die halten noch 100 Jahre lang. Ja. Mein Name ist Jimmy und ich habe sehr wohl einen Schwanz und Balls.